Grüß dich, Margarete. Schön, dass du gekommen bist, heute zu unserem Interview. Du hast ja eine Bürgerinitiative gegründet, um die Interessen der Anwohner hier im Tal zu vertreten. Warum habt ihr euch gegründet und wie ist der Verlauf bisher? Hallo zusammen. Also wir haben im April 2020 angefangen, Unterschriften zu sammeln. 46 an der Zahl, weil wir nicht eingeladen wurden zu einer Anwohnerversammlung, die möglichst schnell durchgezogen werden sollte. Es waren dann sozusagen Anliegerversammlungstouristen da aus der ganzen Stadt, die abgestimmt haben bei einer Online-Versammlung vom Mobilitätsreferat. Jetzt wären sie Anlieger. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben festgestellt, fast keine der Anlieger sind da. Und deshalb sammeln wir Unterschriften. Dann gab es eine zweite Anwohnerversammlung. Und dann haben wir immer noch gesagt, es sind nicht alle Bedürfnisse der Menschen, die hier leben und arbeiten, abgedeckt. Und deshalb haben wir dann letztes Jahr im Juli einen Bürgerworkshop beantragt. In der Bürgerversammlung im Zirkus Corona haben wir 15 Anträge gestellt für einen Planungsstopp, für einen Ideenworkshop. Wir wollen, dass wir erstmal einen Masterplan machen. Es kommt gerade ein Bus. Wir haben in dem Maßnahmenbeschluss zur autofreien Altstadt nämlich gelesen, dass man erst ein Gesamtkonzept machen soll. Und das ist das, was wir uns auch wünschen. Wir möchten, dass wir erst alle einbeziehen, ein Gesamtkonzept macht und dass man dann sagt, 2030 wird so werden. Und 2028 können wir die Maßnahme machen, 2026 die, 2024, 2023 die. Und das ist das, was wir uns wünschen. Nämlich, dass wir wie vorgesehen provisorisch erstmal alle Autos raus, erstmal die ganze Mobilität wegnehmen und dann haben wir die Friss- oder Stirb-Mentalität. Die Leute werden unglücklich und sind nicht mit einbezogen. Hier im Tal, es wird ja von vielen Leuten unterschätzt, wie viel Handwerker, wie viel Gastronomiebetriebe und vor allem auch wie viele Ärzte hier im Tal ihre Praxis haben. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Ärzte hier praktizieren im Tal? Ja, also wir haben hier eine Ärztevertreterin von unserer Bürgerinitiative, die Frau Dr. Arnold. Es haben sich auch andere Ärzte bei uns gemeldet, die natürlich nicht so viel Zeit haben. Aber wir haben ungefähr 80 Ärzte hier im Tal mit unterschiedlichen Thematiken. Vorne da auf der rechten Seite haben wir ein Ärztehaus mit Kardiologen. Das heißt, da werden regelmäßig Menschen vorgefahren. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Notarzt kommen muss. Die Menschen und die Praxen haben sich hier sozusagen im Tal angesiedelt, weil hier auch eine Zufahrt besteht. Wir haben eine Physiotherapiepraxis, die für Leistungssportler da sind, aber die sich auch spezialisiert haben. Wir sind eine alternde Gesellschaft für ältere Menschen, die wieder mobil werden wollen. Das heißt, nicht jede Praxis braucht unbedingt rund um die Uhr eine Zufahrt, aber es gibt schon spezialisierte Praxen. Auch die Frau Dr. Arnold zum Beispiel selber hat Hörakustikchecks mit Neugeborenen. Da kommt halt die Mama mit dem Neugeborenen nicht immer gern mit dem MVV, sondern lässt sich halt dann vorfahren oder nimmt selber das Auto. Das heißt, wir brauchen die Anbindung, wir wollen mobil bleiben. Auch beim Böhmleimtal gibt es immer wieder Anlieferungen. Also wir sind die größte Handelsstraße aus dem Mittelalter gewesen und wir sind immer noch Handelsstraße. Und das sieht man, dass es belebt ist und das kann man einfach nicht so schnell umkrempeln, sondern wir brauchen ein bisschen mehr Zeit. Meinst du, wir könnten mit der Frau Dr. Arnold ein Interview führen, dass wir aus erster Hand hören, wie betroffen die Ärzte auch sind? Auf jeden Fall. Frau Dr. Arnold ist sehr ansprechbar. Die kennt die Kolleginnen und Kollegen, die ist mit denen auch gut vernetzt. Sie schickt ihre Leute auch im Tal zu den Kollegen, wenn sich irgendwas ergibt. Da haben die dann kurze Wege, die Patienten. Sie ist auf jeden Fall ansprechbar. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir das Interview mit der Frau Dr. Arnold und bringen das auch auf diesem Kanal. Ich bedanke mich für das Interview, Margarete. Dankeschön. Und viel Erfolg und alles Gute. Ciao. Danke. Gleichfalls. Danke, dass wir dabei sein dürfen.